Hier ist wieder Fat Fred von fatspielen.de mit dem 26. Teil Good Game Empire. Nach einer Woche, so eine lange Zeit, komme ich jetzt endlich wieder mit dem nächsten Let's Play. Ich war ja in Hamburg auf der Casual Connect. Vielleicht haben ja ein paar von euch den Twitter-Channel von fatspielen und auch den Twitter-Channel von PlayAndroid etwas Beachtung geschenkt. Ja, ich war nämlich auf einer Messe und bin jetzt aber wieder im Büro, bin jetzt wieder für euch da und drehe den nächsten Teil von unserem geliebten Good Game Empire Spiel. So, was ist passiert? Wir wollen erstmal ein bisschen Steuern eintreiben, würde ich sagen. Machen wir das. Da, abholen. Und mal wieder 34 Münzen in unserem Säckchen. Und schicken wir mal wieder auf eine... Oh, das haben sie doch geändert, oder? Hier war eine 10-minütige Reise, jetzt ist es eine 6-minütige Reise. Das haben sie geändert, das ist anders. Oh, 6 Stunden, ah, jetzt habe ich es gecheckt. Ah, ich wollte doch gar nicht so weit. Ja, okay, alles klar, nochmal von vorne. Das waren ja 6 Stunden, nicht 6 Minuten. Also gehen wir hier auf die 10-minütige Reise. Das wollten wir machen, ja. Ihr seht, kaum ist man mal eine Woche lang nicht bei Good Game Empire am Start, ist man schon etwas verwirrt. Und schauen wir mal, was in dieser Woche so passiert ist. Ich sehe es hier, 29 Nachrichten, ihr seid ja verrückt, das ist ja super geil. Ich schau mal, was es hier alles gibt, meine Güte, das sind ja wirklich sehr, sehr viele Nachrichten. Wollen wir die alle mal kurz durchgehen? Hier gibt es Raubritterburg, eine Schlacht, die ich geschlagen und gewonnen habe. Das ist sehr, sehr gut. Morgen schauen wir uns gleich an, Falkenberg, schreibt, dass er nur kurz online ist. Hier geht es nochmal um Upias. Eine Freundschaftsanfrage. Ja, sehr, sehr geil. Sind wir dann auch bei Upias befreundet. Ich habe übrigens auch einen Upias-Account, der heißt auf FatFred. Also wenn ihr auch da am Start seid, einfach könnt ihr mich immer adden. Hier schreibt noch jemand, Let's Plays. Hey FatFred, machst du eigentlich weiter mit deinem Good Game Empire Let's Play? Natürlich mache ich weiter. Und das ist der Beweis. Nummer 26. Heute am 15.02. Ein Tag nach Valentinstag. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gerade irgendetwas aus der Mitte gemacht. Wir gehen den von unten nach oben. Lord McCoy schreibt. Oh, das ist auch mal wieder eine lange Nachricht. Die werde ich mir dann nachher mal durchlesen. Da sind sicherlich sehr wertvolle Tipps drin. Timmy05 schreibt, ich werde dich angreifen, Doofkopf. Na, dann mach das doch. Versuch es doch, uns anzugreifen. Nick schreibt, hi, ich habe mir in der Let's Plays aufgefallen, ist aufgefallen, dass du gar keine Ordnung in deiner Burg hast. Guck dir mal meine Burg an. Ja, tatsächlich sieht das bei mir gerade echt ein bisschen wüst aus. Ich hoffe ja, wenn wir Level 10 sind und die Burgflächenerweiterung oder was, Level 12? Ich glaube Level 12 oder Level 10, ich weiß es nicht. Wenn wir uns jedenfalls die nächste Burgflächenerweiterung leisten können, dann werden wir mal ein bisschen aufräumen bei uns in der Burg. Hier schreibt jemand alleine lesen, das ist sehr, sehr gut, dann klicke ich da mal nicht drauf. Habe ich euch auch gesagt, wenn ihr wollt, dass ich die Mails in private lese, wenn ihr nicht wollt, dass ich die öffentlich vorlese, dann schreibt einfach im Betreff alleine lesen, privat oder irgendwas rein, kein Problem. So, Small Padawan schreibt, hi, ich habe Rohstoffe übrig, brauchst du welche? Ja, eigentlich nicht, ne? Ich meine, letztens hat auch jemand von euch hat mir Rohstoffe geschickt, die konnte ich überhaupt gar nicht annehmen, weil ich mein Lager zum Bersten voll war. Hier schreibt Spionage. Ich mache mal die eine Wirtschaftsspionage. Aha, ja, da würde das aussehen, dass ich alles voll habe. Barry50 schreibt, hier hat das Level eine Raubritterburg, desto höher ist die Chance, starke Ausrüstung zu finden. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr hilfreicher Tipp. Danke dafür. Zoomy Gamer schreibt, wieder was über die Allianz. Hier kann man eine Belohnung abholen. Aha. Das sagt uns das System. Wir wurden angegriffen übrigens von Griff die Kralle. Und ja, der hat es natürlich nicht geschafft. Sehr, sehr gut. Wie geht's weiter? Rudikulus schreibt, hey, spielst du überhaupt noch coole Clips? Danke, danke, danke. Und ich bin jetzt ja auch wieder am Start. Also keine Sorge, die Good Game Empire Reihe wird fortgesetzt. Soll ich dich angreifen? Ja, eher nicht, oder? Was schreibt er hier? Ja, alles klar. Witziger Typ. Ja, ich bin ja nicht auf Stress aus, deswegen müsst ihr mich nicht angreifen. Ich bin nicht scharf drauf. Was schreibt Dark Skull Demon? Der schreibt, sorry, das spielt Antworten, bla bla. Ich habe mir die Minecraft-Videos angeguckt. Na, siehst du mal. Könnt ihr mal auch mal weiter vorbeischauen. Wir haben ja einen großen Let's Play-Channel von fatspielen.de. Minecraft, Starcraft, Warcraft, Good Game Empire. Wir spielen ja alles querbeet und querfeld ein. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Lukas Lang schreibt, tolles Let's Play. Danke, Lukas. Und es geht weiter. Darth Vader fragt mich, wann ich umziehe. Ja, das müsste ich wahrscheinlich auch mit dieser Allianz, mit dem Allianz-Thema verbinden, was ich ja bei Level 10 machen wollte. Metal Stürmer schreibt, hi, hi zurück. Wollen wir ihm gleich mal auch schreiben. Dark Dragon, gute Tipps. Oh, das sind viele gute Tipps, da werde ich mir dann möchte gleich mal alle reinziehen und das dann auch noch machen. Feuernation schreibt, hallo, bist du bei YouTube? Ja, natürlich, das bin ich. Es gibt nur einen Fat Fred. Zombie Evil schreibt, hey, ihr habt die YouTube gesehen, machst du eigentlich noch Let's Plays? Viel Erfolg noch, vielen Dank dafür und ich bin wieder da, natürlich mit auch diesen Let's Plays. Auch Feuernation hat auch geschrieben und hier haben wir eine Sabotage abgewehrt.
von der Feuernation. Alles klar, so viele Nachrichten. Vielen Dank nochmal dafür. Vielen Dank für die Tipps, die werde ich mir alle nochmal gleich in Ruhe ansehen, damit ich jetzt hier nicht das ganze Let's Play nur damit beschäftigt bin, Nachrichten zu lesen. Auf jeden Fall vielen Dank. 29 Nachrichten, ich bin beeindruckt, ihr seid wirklich großartig und ich freue mich auch noch auf viele weitere Nachrichten. So, schau mal, was wir hier in dieser, in unserer kleinen Burg jetzt eigentlich alles machen. Jetzt mal ein paar Steine abholen. So, plus 2 Steine. Wir müssen es ja wieder ein bisschen vertraut machen. Eine Woche Pause, so lange ist es her. Und jetzt wollen wir mal schauen, was hier so passiert. Dann gucken wir am besten mal ins Questbuch. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Quests? Die habe ich ja auch schon alle quasi vergessen. Weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich hier machen soll. Wie geht es hier zum Beispiel aus? Steinbruch auf Stufe 3 aufbauen und Farmhaus auf Stufe 3 ausbauen. Müssen wir mal gucken, ob wir sowas überhaupt haben. Farmhaus. Hier haben wir ein Farmhaus Stufe 2. Das könnte ich quasi auf Stufe 3 dann ausbauen. Steinbrüche ebenso. Das heißt, auch die beiden könnte ich ausbauen. Machen wir einfach mal das Farmhaus, würde ich sagen, oder? Bauen wir das aus. Dann haben wir schon mal die Hälfte dieser Quest erledigt. Und jetzt für 180 Rubine fertigstellen wird nicht möglich sein, da ich nur 130 besitze. Alles klar. So, die erste Quest haben wir also, ich sag mal, zu 50% geplant und erfüllt. Hervorragend. Wie geht's weiter? Zahltag. Münzen durch Steuern eingesammelt. Ja, da habe ich ja immer mal wieder was. 166 von 1208 sind im Moment gerade gesammelt worden. Jetzt haben wir natürlich wieder ein paar losgeschickt. Und auch wenn ich das Let's Play beendet habe, werde ich dann mal wieder den Steuereintreiber auf die große Runde schicken, dass er innerhalb von 6 Stunden weitere Münzen einsammelt. So, diese Teufelsbrut. Wo geht's hier lang? Raubritterbogen Level 5 oder höher besiegt und einen Ausrüstungsgang, aber einen Ausrüstungsgegenstand finden. Genau, wir haben eben gerade auch einen Tipp bekommen, je krasser die Raubritterbogen sind, je höher der Level, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen guten Ausrüstungsgegenstand finden werden. Dann wollen wir natürlich mal schauen, ob das machbar ist. Wir gucken dazu auf die Weltkarte. Wo sind wir denn eigentlich? Hier ist die Burg Fat Fred. Und wir brauchen eine Raubritterburg, die wir besiegen müssen. Wir haben ja angefangen, diese hier hoch zu leveln. Die braucht noch einen Sieg bis Level 5. Na, diesen Sieg wollen wir doch uns bescheren. Da greifen wir doch mal glatt an. Schauen wir mal, wie wir haben hier. Unsere Streitkolbenträger haben ja schon des Öfteren einen guten Job gemacht bei der Attacke von Raubritterburgen und dann wollen wir die kleine Runde auch nochmal da hinschicken. So, auf die linke Flanke kommen auch nochmal 3 Streitkolbenträger. Insgesamt sind 11 unterwegs und jetzt haben wir jetzt ja auch noch Pferde am Start. Dann wollen wir doch auch gleich mal unsere Armee gegen die Raubritterburg beritten. In die Schlacht ziehen lassen. So, geht weiter. Das haben wir gemacht. Auch die dritte Quest ist auch in Arbeit. Wir wollen diese Burg hochleveln, damit sie wieder am nächsten Mal angreifen können, damit wir es dann geschafft haben, auch die dritte Raubritterburg Level 5 oder höher zu besiegen. Schauen wir mal, ob wir da auch dann einen Gegenstand finden werden. So, wie sieht das weiter aus? Auf dem neuesten Stand. Hier geht es um die Burgfläche-Erweiterung. Ja, ich wusste eben gerade nicht, ob ich das ab Level 10 oder Level 11 machen kann. Das heißt, wir werden einfach mal ins Baumenü gehen und nochmal nachschauen. Verfügbar ab Level 10. Ja, das ist doch super. Denn da trennen mich ja nicht allzu viele Erfahrungspunkte von. Wir haben jetzt 2968 XP und 32 Erfahrungspunkte trennen mich, ja, zum nächsten Level, vom nächsten Level. Und dann hoffen wir mal, dass wir den dann auch alsbald erreichen. Wie sieht es weiter aus? Wir gucken in unser Questbuch. Jetzt gibt es noch viel Feind, viel eher. Ja, wir müssen eine Burg plündern. Wir haben ja schon das letzte Mal, deswegen hieß ja auch das letzte Let's Play, die Ruhe vor dem Sturm. Das letzte Mal haben wir ja gesagt, okay, jetzt können wir noch einmal im Frieden leben. Aber dann wird es wohl auch aggressiv gegenüber anderen Spielern zugehen, denn wir können wohl offensichtlich in diesem Spiel nicht nur Raubritterburgen plündern, sondern müssen uns auch mal gegen andere Spieler wenden, gegen andere Spieler richten. Und dann wollen wir doch gleich mal einen Blick in die Weltkarte werfen, um zu schauen, welche Burg wir denn überhaupt plündern könnten. Ja, also militärisch sieht es ja bei uns gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem werde ich ja auch nochmal, gerade wenn es jetzt auch um den Angriff geht, auch mal unsere Belagerungswerkstatt etwas penetrieren. Was können wir denn da zum Beispiel machen? Vielleicht nochmal ein paar Sturmleitern bauen, machen wir das mal. Und vielleicht auch einen Rambock, um dann auch das Tor stürmen zu können. Einfach mal auf Vollanschlag. Auch in unserer Kaserne müssen wir natürlich auch nochmal etwas, etwas upgraden. Upgraden können wir sie nicht, aber wir können auf jeden Fall unsere Armee vergrößern. Gerade gut für den Angriff sind ja auch hier Armbrustschützen und Streitkolbenträger. Da würde ich mal sagen, da wollen wir da auch nochmal hier aufs Maximum gehen. 5 Armbrustschützen und 5 Streitkolbenträger. Jetzt rüsten wir auf. Wir haben schließlich bald unsere erste Schlacht, unser erster Angriffskrieg
gegen einen anderen Spieler zu streiten. So, schauen wir mal auf die Weltkarte. Wen können wir denn hier in unserer Nachbarschaft irgendwie mal vielleicht angreifen? Wir sind also Level 9 und sollten vielleicht jemanden Level 9 oder niedriger finden, damit wir nicht gleich mit unserem ersten Angriff gleich uns ein blaues Auge holen. Was ist denn hier zum Beispiel? Zockerking 3333 hat Level 8 und noch keine Ehre. Vielleicht können wir es da mal versuchen. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Wen haben wir hier noch in der Umgebung? Das sind ja Außenposten, soweit ich weiß. Das sind keine eigenen Burgen. Was ist hier? Level 23. Da sollten wir vielleicht die Finger von lassen. Burg Easy Level 10. Ja, der ist ja schon ein bisschen stärker als wir. Es sollte jetzt nicht gerade... man sollte sich nicht gerade mit den Größeren anlegen, würde ich sagen. Auch die ganzen Level 29 sind natürlich Beyond Everything. Da sollten wir überhaupt gar nicht erst anfangen. Hier, Easy 200, Level 10, der ist auch ein Stück besser als wir. Hier ist zum Beispiel was. Florian Münch, die Nicker. Das ist wahrscheinlich seine Allianz, die Nicker. Können wir überhaupt was über die Allianz herausfinden? Was ist hier? Aha, die Nicker, können wir das irgendwie raufklicken? Das wäre mal ganz interessant. Wie kann man ganz, ganz schnell was über eine Allianz erfahren? Das würde ich jetzt auch mal gerne wissen, ob die Nicker irgendwie bekannt sind, ob die groß sind. Wo sehe ich das? Weiß ich nicht. Wenn ihr mir sagen, wenn könnt, wie man etwas über eine andere Allianz herausfindet, dann macht das doch einfach mal, sagt mir das, gibt mir einen Tipp. Wäre ja sehr, sehr interessant. Hier kann ich übrigens mal gerade Münzen abholen und werde jetzt auch... meinen Steuereintreiber auf die große Runde schon mal schicken, auf die 6-Stunden-Runde, ab geht's. So, also wenn ihr mir sagen könnt, wie man das herausfindet, das wäre ganz, ganz gut, aber ansonsten werde ich mich vielleicht jetzt gerade nicht mit einer Republik, werde ich mich nicht gerade mit einer Allianz anlegen, damit ich unsere Allianz, die Republik, nicht gerade in Bedrängnis bringe. Was ist denn hier eigentlich los? Ich glaube, es gibt hier gerade so einen Cross-Angriff. Ich greife hier die Raubritterburg an und die Raubritterburg greift mich an. Mal gucken, wer... Ach nee, das ist eine andere Raubritterburg. Die hier, die Raubritterburg Level 1 greift mich an und ich bin ja hier bei der Level 4 Burg unterwegs. So, machen wir es also lieber mit einer Raubritterburg, die nicht mit einer Raubritterburg, sondern mit einer Burg, die gerade nicht in einer Allianz ist. Deswegen werden wir uns mal hier vielleicht um diesen Zockerking kümmern. Level 8 und keine Ehre im Queen's Castle. Da wollen wir doch vielleicht gleich mal schucken. Wir können ja mal einen Spionageakt an den Start bringen. So, Militärspionage. Mal schauen, was der so hat. Mache ich das mal und werde meinen Spion, meinen Troll darauf ansetzen, hier zu schauen, wie es eigentlich aussieht. Den werde ich auch aufs Pferd schicken, damit er schneller unterwegs ist. Dann würde ich sagen, werden wir diese Spionage hoffentlich erfolgreich abschließen und dann schauen, wie es hier mit dem Zockerking bestellt ist, wie es mit seiner Verteidigung bestellt ist. Vielleicht ist er ja Level 8, hat trotzdem aber ein hochgerüstetes Schloss, eine Burg, die ihresgleichen sucht hier. Und das wollen wir natürlich dann nicht riskieren. Deswegen die kleine Militärspionage. Dann wollen wir die mal in den Start bringen und werden dann, würde ich sagen, im nächsten Let's Play schauen, ob wir unseren ersten Angriff wagen oder nicht. Von daher würde ich sagen, war's das mit diesem Let's Play. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer FatFred von fatspielen.de.